In diesem Video geht es um Helme, meine Meinung dazu und warum der Closed Car Fuga am Ende mein Lieblingshelm ist. Ja, Helme ist ein Thema für sich, also zumindest für mich. Wer mich halt öfter mal verfolgt auf Instagram oder auch woanders und mich auf einem E-Scooter sieht, der sieht mich in den seltensten Fällen mit einem Helm. Meistens habe ich eine Kappe auf. Ich mag halt einfach keine Helme. Auch beim Fahrradfahren früher habe ich keine Helme gemocht. Und vielleicht liegt es daran, dass ich Helme tragen musste, denn true story, ich habe hier im Stahlwerk mal gearbeitet und ich habe damals einen Helm tragen müssen. Den habe ich auch noch mal wieder gefunden und der passt mir sogar noch. Ja, und damals fand ich den auch schon nicht so toll. Also, Helme beim E-Scootern. Ich habe letztes Jahr, als ich in Austin war, bei der South by Southwest von Uber, die haben die Scootermarke Jump, einen Helm geschenkt bekommen. Das ist dieser Helm. Der ist von der Marke Retrospec, kostet glaube ich so 20, 25 Dollar, also echt günstig. Ist so ein klassischer, würde ich sagen, Skaterhelm, der auch sehr gern für E-Scooter verwendet wird. Ist natürlich ein Riesenteil, schon sehr mächtig, schon sehr schwer. Und den habe ich zweimal angehabt, aber so richtig anfreunden kann ich mich da eben nicht mit. Und eigentlich war das Thema Helme da schon für mich abgeschlossen. Aber dann habe ich ja letztes Jahr eine Kooperation mit Cirque gemacht, als die ihren E-Scooter nach Dortmund gebracht haben. Und Cirque hat mir dann diesen Helm zur Verfügung gestellt. Der ist von der spanischen Marke Closed Car. Die sind 2013 gegründet worden, in Valencia ansässig und die haben faltbare Helme entwickelt. Und finde ich eigentlich im Prinzip wirklich eine geile Idee. Das ist der Closed Car Loop. Der kostet zurzeit 70 Euro und der besteht aus 3 Teilen. Und wenn man die rausdrückt, hat man einen kompletten Helm, funktioniert einwandfrei. Und wenn man sie zusammendrückt, dann ist er kleiner und man kann ihn einfach mitnehmen. Finde ich wirklich eine super Idee, ein gutes Design. Ist ein komplett, also normaler Helm. Also der schützt nach jeglichen Zertifikaten, die dafür haben. Fand ich super. Der war A, nicht meine Farbe und B, war der mir immer noch so ein bisschen zu bulky. Also er geht halt vorne ein bisschen tiefer runter. Hinten hat er halt noch diesen Schutz. Und da habe ich mir gedacht, okay, haben die nicht einen Nachfolger? Ja, und die haben einen Nachfolger. Und das ist der Closed Car Fuga. Sie nennen ihn mittlerweile einfach nur Closed Car Helmet. Also die haben praktisch den Namen weggenommen. Und das ist praktisch deren Flagship-Helm. Der kostet Pi mal Daumen 120 Euro, kommt drauf an, wo man den kauft. Ab und zu kriegt man ihn auch mit einem Gutscheincode und ist die gleiche Logik. Es sind 3 faltbare Teile. Und so ergeben die 3 Teile dann einen herausgefalteten Helm. Der hat hier vorne einen Visor, das ist aus Stoff. Hier hinten auch geht der Stoff weiter. Und das kann man auch austauschen gegen verschiedene Farben. Die Helme generell gibt es natürlich immer in vielen Farben. Und es gibt sogar die Variante Nordic. Dann hat man praktisch schon wie eine Wollmütze noch hier drumherum. Eigentlich auch ganz schön für den Winter. Und das finde ich, das ist wirklich ein toller Helm, denn wenn er zusammengeklappt ist, dann sind das knapp 7 cm. Und das kann man auch problemlos in Rucksack packen, in Messenger-Bag oder sonst wie. Also den kann man wirklich mitnehmen, auch wenn man dann auch mal in einer anderen Stadt unterwegs ist und sich halt mit einem Leihscooter von Tier oder Leim nimmt, dann hat man einen Helm dabei. So, und natürlich für einen eigenen Scooter, fürs Fahrrad ist er auch super geeignet. Also zurzeit ist das mein absoluter Favorit, weil er alle Vorteile hat. Der Helm ist zertifiziert nach EN 1078, ist ein Sicherheitsstandard. Er hat NFC eingebaut, sprich man kann halt Daten mit dem Helm verknüpfen, die im Notfall ausgelesen werden können. Finde ich eine spannende Idee, klingt gut, aber ob das im Notfall überhaupt einer checkt, dass das geht, ist mal eine andere Sache. Anderes Feature ist, wenn er ausgeklappt ist, dann hat er hier ein kleines Ventilationssystem. Sprich, wenn man halt damit rumfährt, dann fließt hier Luft rein und kühlt den Kopf. Auch eine schöne Sache.
So, der Closqvar Fuga ist eindeutig mein Favorit. Das ist der Helm, den ich gesucht habe. Den kann ich auch nur empfehlen. Ist ultra portabel, total leicht. Den nimmt man halt auch gern mal mit und auch gern vielleicht auch mal auf einen längeren Trip in eine andere Stadt, wo man dann spontan Scooter fährt, also ungeplant. Und ich kann euch nur ans Herz legen, das ist auch genau meine Farbe, mattschwarz, mag ich. Danke fürs Zuschauen.